Und ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben in die Methoden von Kommunikationskampagnen am Beispiel der EEG-Diskussion. Subventionen lassen die Strompreise explodieren. Der Satz, der ist uns wirklich inflationär die letzten Jahre um die Ohren gehauen worden. Mit Subventionen sind gemeint die Vergütungsauszahlungen an EEG-Anlagenbetreiber, also Betreiber von Wind-, Solar-, Biomasseanlagen etc. Und gut, wenn jetzt so ein Satz da steht, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch wirklich so ist. Deswegen lohnt es sich immer, in die Originalquellen zu gucken. Die Originalquellen sind in dem Fall die Zahlen der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de, Erneuerbare Energiengesetz, hups, was ist jetzt? Okay, unter www.netztransparenz.de, Erneuerbare Energiengesetz, EEG-Jahresabrechnungen, finden Sie die originalen Zahlen, sämtliche Vergütungsauszahlungen, Marktprämien, alles, was eben an EEG-Anlagenbetreiber ausbezahlt wurde und in der Presse immer als Subvention bezeichnet wird, ab dem Jahr 2000 feinsäuberlich aufgeschlüsselt. Wenn Sie jetzt diese Zahlen heranziehen, Ihren Taschenrechner zur Hand nehmen oder das Ganze in eine Excel-Tabelle eintragen, was vor allen Dingen auch Eva zu verdanken ist, dann stellen Sie fest, dass es hier eine sehr interessante Entwicklung gibt. Im Jahr oder in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2009 ist der Verlauf, sprich die Zunahme dieser Auszahlungssummen, dieser strompreisfinanzierten Auszahlungssummen und der Verlauf der EEG-Umlage ziemlich synchron verlaufen. Ab dem Jahr 2009 hingegen gibt es hier einen gewaltigen Knick und konkret hat sich die Zahl oder haben sich die Summen von 2009 bis heute, selbst wenn man von den Prognosezahlen ausgeht, die noch nicht endgültig bestätigt sind und auch oftmals zu hoch angesetzt, also selbst wenn man diese Zahl heranzieht, haben sich die Auszahlungssummen knapp mehr als verdoppelt, während sich die EEG-Umlage verfünffacht hat. Ups, wie das? Da muss man einfach mal schauen, wir gehen mal zu dem Knick. 2009, was ist denn da passiert? Und 2009 oder eigentlich schon ein ganzes Stück vorher, 2008 und noch vorher, gab es oder hat die Lobbyorganisation der konventionellen, also fossilatomaren Stromwirtschaft immer mehr darauf gedrängt, den Wälzungsmechanismus zu ändern. Und was Sie hier sehen, das ist ein Originalauszug aus einem Vortrag, der am 24. März 2009 gehalten wurde auf dem BDEW-Fachkongress Treffpunkt Netze. Und im Rahmen dieses Vortrages sind sehr konkrete, detaillierte Forderungen vom BDEW an die Politik gestellt worden. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, einfach ein Screenshot von dem Originalvortrag, den ich im Netz gefunden hatte, der aber schon wieder rausgenommen wurde, weil, oh Gott, da könnte man ja erwischt werden. Und da Sie das nicht so wahnsinnig gut lesen können, habe ich das einfach mal zusammengefasst in etwas größerer Schrift. Was hat der BDEW... Was hat der BDEW denn für Forderungen an die Politik gehabt? Der BDEW hat gesagt, es muss schnellstmöglich der gesamte EEG-Strom über die Strombörse, genauer gesagt über den Spotmarkt der Strombörse, damals EEX Leipzig, inzwischen EPEX Paris, vermarktet werden. Die physikalische Wälzung muss beendet werden. Das heißt, die bisherige Weiterleitung an die Letztlieferanten, was die Stadtwerke oder Regionalversorger sind, sollte sofort beendet werden und damit eben der Ökostrom nicht mehr automatisch beim Endverbraucher ankommen. Außerdem wurde gefordert, dass ein EEG-Konto eingerichtet wird, bei dem alle Ausgaben und Einnahmen gegenübergestellt werden und dann ganz wichtig, ganz wesentliche Forderung, die EEG-Umlage sollte dann aufgrund des Wunsches vom BDEW
an die Politik in Zukunft nur noch theoretisch ermittelt werden anhand von Prognosen, und zwar immer im Voraus. Und niemand anderes als Sigmar Gabriel, Umweltminister der damaligen Großen Koalition, hat wie ein Musterschüler auch brav sämtliche Forderungen 1:1 umgesetzt. Einschließlich des geforderten ersten Zeitpunkts am 15. Oktober 2009 ist die EEG-Umlage 2010 nach dieser neuen Methode ermittelt und verkündet worden. Und das ist genau die Stelle dieses Knickes, was Sie vorhin gesehen haben. Oftmals wird auch gesagt, ja, die Industrieausnahmen, die sind schuld, dass das dann so auseinanderging. Auch, ganz klar, also dass die Industrie sich nicht an der Finanzierung der Energiewende im ausreichenden Maße beteiligt, trägt natürlich auch dazu bei, also ich meine, die zahlen ja nur eine verminderte, sehr, sehr stark verminderte EEG-Umlage, das trägt natürlich auch zu einer weiteren Explosion der EEG-Umlage bei, aber der Hauptgrund ist wirklich, und das sieht man ganz deutlich an diesem Knick, dieser von Sigmar Gabriel umgesetzte Forderungskatalog der konventionellen fossilatomaren Stromwirtschaft. Das Ganze geschah in Form der Ausgleichsmechanismusverordnung und wurde im Juli 2009, wenige Tage vor der Sommerpause, also alle wollten schon in Urlaub, hatten keinen Bock mehr zu diskutieren, wurde das durchgewunken. Ja, was hat es denn jetzt zur Folge? Spotmarkt, Vermarktung, EEG-Umlage, das sind doch alles so interne Fachdiskussionen. Wen interessiert es? Das interessiert sehr wohl, weil es ganz fatale Auswirkungen hat. Und warum, das möchte ich jetzt erklären. Zunächst, was Sie wissen müssen, wenn davon die Rede ist, der Strom wird über die Strombörse vermarktet, er soll über den Spotmarkt vermarktet werden, müssen Sie wissen, erstens, die Preisbildung, also der Börsenstrompreis, bildet sich durch den Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage. Zweitens, die Angebotspreise orientieren sich ausschließlich an Betriebskosten. Betriebskosten bei Kraftwerken sind Brennstoffkosten und CO2-Kosten. Und was Sie hier sehen, das ist diese Angebotstreppe. Und hier sind letztendlich die verschiedenen Betriebskosten der einzelnen Kraftwerke, also erneuerbare Energien, Atomkraft, Kohlekraft und so weiter, sortiert nach Höhe. Und jetzt kommt die Preisfrage an Sie. Betriebskosten sind also Brennstoffkosten, CO2-Kosten. Welche Brennstoffkosten haben erneuerbare Energien? Wer kann mir das beantworten? Welche CO2-Kosten haben erneuerbare Energien? Keine. Ja, richtig. Das heißt, die Folge davon ist, dass die erneuerbaren Energien als Nullsockel hier an das vordere Ende dieser Angebotstreppe, dieser Merit-Order-Kurve gelangen. Und gleichzeitig ist es auch noch so, hupsa, das war zu weit, obwohl, nee, geht. Gleichzeitig ist mit der Ausgleichsmechanismusverordnung auch noch bestimmt worden, erzwungen worden, nicht nur, dass die erneuerbaren Energien ab sofort verramscht werden müssen, also nichts wert sind, sondern dass die erneuerbaren Energien zu 100% über den Spotmarkt der Strombörse laufen müssen, während gleichzeitig der gesamte restliche Strommarkt, also fossil-atomare Strommarkt, damals zu 80-85% höherpreisig über direkte Lieferverträge, also OTC-Handel oder, jetzt habe ich den Faden verloren, sorry, oder über den Terminmarkt verkauft werden durfte. Das hat zur Folge, dass die erneuerbaren Energien, die ja verramscht werden müssen, auch noch preisbestimmend werden. Und das wiederum bewirkt, dass sich diese Angebotskurve, diese Treppe, immer mehr nach rechts verschiebt. Und was dann passiert, das möchte ich Ihnen erklären, indem Sie mit mir zusammen ganz gemeinsam folgende Turnübung machen. Wir verkreuzen unsere Arme vor unserem Oberkörper, rechter Arm hinten, linker Arm vorne. Sie achten bitte mal auf den Schnittpunkt dieser Arme, Ihrer Arme,
und achten mal darauf, was jetzt passiert, wenn Sie den linken Arm, der linke Arm ist die Angebotskurve, der rechte Arm ist die Nachfragekurve. Was passiert, wenn Sie den linken Arm parallel zur X-Achse von links nach rechts verschieben? Was passiert mit dem Schnittpunkt? In welche Richtung bewegt er sich? Nach unten, exakt. Und genau das passiert hier. Der Börsenpreis sinkt. Also von oben nach unten. Und was hat das wiederum zur Folge? Wieso ist es für den Letztverbraucher, für den Endverbraucher relevant? Das ist daher relevant, dass die EEG-Umlage, die wir alle auf der Stromrechnung ausgewiesen haben und zahlen und die immer permanent in der Diskussion ist, die EEG-Umlage ist der Ausgleich zwischen dem Ausgabenblock. Der Ausgabenblock sind die berühmten Subventionen, die immer durch die Medien geistern, also zwischen diesen Vergütungsauszahlungssummen. Und der Einnahmenblock ist wiederum ab 15. Oktober 2009 durch das generiert, was an der Börse erzielt wird. Und was an der Börse passiert, das haben Sie ja gesehen, der Börsenpreis rast in den Keller und im gleichen Maße, wie der Börsenpreis in den Keller rast, rast die EEG-Umlage nach oben. Das ist das sogenannte EEG-Paradoxon, auf Wunsch vom BDEW. Ja, und jetzt frage ich Sie, haben Sie das schon mal irgendwo in der FAZ gelesen? Haben Sie vor allen Dingen schon mal irgendwo in der FAZ gelesen, wem wir das zu verdanken haben? Und wer im Vorfeld dafür gesorgt hat, dass seine Forderungen eins zu eins so umgesetzt werden? Haben Sie nicht, oder? Stattdessen haben wir, wie gesagt, inflationär um die Ohren gehauen bekommen. Subventionen von Solar- und Windanlagen lässt Strompreise explodieren zulasten des Geringverdieners. Diese Schlagzeile war eine Dauerschlagzeile ab dem 15. Oktober 2010 bis zum EEG 2014 mit einer kurzen Verschnaufpause von 6 Monaten nach Fukushima. Und auch der Satz, Energiewende ist unbezahlbar für die Verbraucher, war so das Mantra, das uns irgendwie, mit dem wir eingelullt wurden. Und diese Schlagzeilen, die wurden immer häufiger und immer aggressiver. Und das Ganze gipfelte dann im Spätsommer 2012 in folgender Plakat- und Anzeigenkampagne. Sie sehen hier diese überdimensionalen Plakate. Der Laserpointer hat ein bisschen Todzeit, das nervt. So. Ja, also hier sehen Sie diese überdimensionalen Plakate. Also zum Vergleich, das hier ist ein Mensch. Das hier war das Plakat. Und diese Plakate hingen an allen großen Bahnhöfen Deutschlands, vor allen Dingen in Berlin, also da, wo besonders viele Parlamentarier vorbeilaufen. Und da war zu lesen, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar oder auch Schluss mit dem Strompreishorror. Das Ganze war auch ergänzt durch massenweise Anzeigen in den ganzen großen Leitmedien. Da konnte man dann lesen, mit Subventionen geht die Energiewende baden. Die hohen Strompreise bringen uns um. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer zum Geier kommt auf die Idee, Teufelsfratzen oder Henkerstricke auf Steckdosen zu malen? Und da hat man bis vor kurzem noch die Antwort gefunden. Was Sie hier sehen, ist ebenfalls wieder ein Originalauszug, also ein Screenshot, den ich hier reinkopiert habe. Man hat auf der Referenzseite der Agentur Serviceplan Public Opinion hat man also lesen können, dass stolz verkündet wurde, wir haben diese Kampagne, diese Energiewende-Kampagne, EEG stoppen, sonst scheitert die Energiewende, die haben wir durchgeführt. Und interessant ist vor allen Dingen dieser Text, den Sie hier jetzt leider nicht lesen können, weil es ganz klein ist, aber ich habe Ihnen den mal mitgebracht. Und lese ihn jetzt einfach mal vor. Für die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft entwickelten wir eine Kampagne, die eine Alternative zum Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG aufzeigte. Wir fokussierten unsere Kampagne zeitlich auf die 2 wichtigsten energiepolitischen Termine seit dem Beschluss des Atomausstiegs nach Fukushima im Jahr 2012.
den Energiewendegipfel im Kanzleramt am 28. August sowie den 15. Oktober, Tag der Bekanntgabe der neuen EEG-Umlage. Die mediale Aufmerksamkeit dieser Termine nutzten wir, um der Politik und Verbrauchern zu vermitteln, dass die Kosten der Strompreise explodieren und die Energiewende scheitert, wenn weiterhin ineffiziente Technologien staatlich subventioniert werden. Ergebnis war eine integrierte Kampagne mit Print- und Außenwerbung, Events, Guerilla, PR und Public Affairs-Maßnahmen sowie eine reichweitenstarke Kampagnen-Website, die das Thema in die Debatten des Deutschen Bundestags brachte. Herzlichen Dank, Serviceplan Public Opinion, ganze Arbeit geleistet. Leider können Sie das, was man hier sieht, so dieser Website nicht mehr entnehmen. Denn rechtzeitig zur EEG 2016-Diskussion wurde dieses Beweisstück von der Agentur aus dem Netz entfernt. Ja, Sie können es aber noch, also Fragmente können Sie noch finden, wenn Sie auf der in Suche Energiewende eingeben, dann erscheint so ein kurzer Hinweis, wo noch so ein paar Fragmente zu sehen sind, aber natürlich nicht der gesamte Text. Und außerdem können Sie es auch auf der Lobbypedia-Seite von Lobby Control nachlesen. Die hatten damals, als das als Referenz veröffentlicht wurde, ganz stolz, haben die das sofort aufgenommen und zitiert. Und es ist schwarz auf weiß nachlesbar. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe keine Verfolgungsfantasien oder irgendwas. Das ist Realität. Bitte? Da komme ich gleich dazu. Die Frage ist berechtigt. Ja, also die besagte Alternative, von der hier die Rede war in diesem Referenztext, war die Einführung des Ausschreibungsmodells, konkreter die Ablösung des Vergütungsmodells hin zum Umstieg auf das Ausschreibungsmodell. Und ja, oder mit anderen Worten, ich würde es so formulieren, der Umbau vom Erneuerbaren Energiengesetz EEG zum BVG, Bürgerenergieverhinderungsgesetz, auch dank dieser ganzen Nettigkeiten wie Eigenverbrauchsabgabe etc. Ja, richtig, die Frage ist berechtigt. Wer hat diese Agentur bezahlt? Die Agentur erstellte diese Kampagne im Auftrag der Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft. Wer ist das? Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eine Lobbyorganisation deutscher Großunternehmensverbände mit einem Jahresetat von Ende 2015 knapp 7 Millionen Euro. Sie ist gegründet worden im Jahr 2000, nimmt also jetzt seit bereits 16 Jahren massiven Einfluss auf die politische Agenda in Form von leiser PR. Leise PR ist so ein Fachchinesisch, das ist letztendlich intransparente PR. Das bedeutet, dass, dass nicht klar erkennbar sein darf, wer ist der eigentliche Auftraggeber oder wer hat da hier welches Interesse, welche Interessensgruppe steht dahinter, sondern das Ganze wird immer in so ein Neutralitäts-, Überparteilichkeits-, Wissenschaftsmäntelchen gehüllt, funktioniert, indem ausgesuchte Medien und ausgesuchte Politiker gleichzeitig und kontinuierlich, wirklich gehirnwäschenartig über lange Zeiträume gut aufbereitete Informationen erhalten mit sich stets wiederholenden Argumentationsketten, Slogans etc. Das funktioniert über permanent stattfindende Medienevents, über Studien, Umfragen, vorbereitete Fernsehbeiträge, aber auch Einflussnahme in Form von Talkshows. Und wie das mit den Talkshows oder den Studien genau funktioniert, das fragen Sie mich bitte noch mal in der Fragerunde, weil da habe ich jetzt hier nicht die Zeit, weil Eva hat mich in ein sehr enges Zeitkorsett gesteckt. Hier sehen wir den 28. August 2012, der in dieser Referenz erwähnt war. Das war die Vorstellung der INSM-Themenkampagne EEG stoppen, Energiewende retten. Noch viel interessanter ist der Blick ins Publikum. Sie sehen, die Veranstaltung ist gut besucht. Da sind sämtliche Hauptstadtjournalisten in Berlin anwesend, da sind sämtliche Wirtschaftsredakteure aller großen Leitmedien anwesend, Funk, Fernsehen, alle sind da.
Und wenn es dann zudem noch so ist, wie bei einer anderen dieser Veranstaltungen, es auch gleich den passenden Medienkooperationspartner dazu gibt. Wo ist er denn, der Punkt? Da, hier, die Welt. Dann führt das immer leichter dazu, dass diese INSM-Inhalte weitgehend oder auch eins zu eins einfach übernommen werden. Ohne eigene Nachrecherche, ohne Überprüfung, ohne Kontrolle, das wird einfach abgeschrieben. Und Vorreiter sind dann natürlich FAZ, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, Die Welt, Der Spiegel, Der Fokus. Und alle schreiben die gleiche Schlagzeile und der Allgäuer Bote oder das Darmstädter Echo und Schweinfurter Tagblatt, die schreiben dann von den Großen ab. Nicht alle, aber das kann man wirklich beobachten. Also diese Methode, wie leise PR von der Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft funktioniert, bewirkt eben so eine Flut an Einheitsschlagzeilen. Und wesentliche Schlüsselrolle haben dabei die Kommunikationsagentur. Und da habe ich Ihnen ebenfalls wieder Originalquellen mitgebracht. Ich zitiere jetzt hier aus einer Imagebroschüre einer Public Affairs Agentur. Und die wirbt hier für ihre Dienstleistungen für potenzielle Kunden, also Unternehmen, Unternehmensverbände, andere Akteure, die 1 bis 2 Millionen Euro zu viel haben. Sollte das bei Ihnen hier im Raum der Fall sein, können Sie also diese Dienstleistung auch in Anspruch nehmen, in Form einer orchestrierten Kampagne, die die Aufmerksamkeit und den gesellschaftlichen Nährboden schafft, um Ihr spezifisches Anliegen zu beeinflussen oder politisches Handeln für Ihr spezifisches Anliegen zu beeinflussen. Das Ganze funktioniert über Kernbotschaften und Argumentationsketten oder auch neue Begrifflichkeiten. Studien und Umfragen spielen hier auch eine wichtige Rolle. Und ist der thematische Nährboden erstmal bereitet, dann kann dann umso effizienter das abgestimmte Einschlagen kommunikativer Pflöcke die thematische Deutungshoheit herbeiführen. Und diese kommunikativen Pflöcke werden eingeschlagen entlang einer Zeitachse, und diese Zeitachse kann auch über mehrere Jahre gehen. So funktioniert also eine Kommunikationskampagne. Das ist keine Ausnahme, sondern das gibt es sehr häufig. Und erfolgreichste Kommunikationskampagne der Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft war das Einbringen in die öffentliche Debatte. Also die Forderungen von Arbeitgeberverbänden sind mithilfe der INSM zum Dauerthema in der öffentlichen Debatte geworden. Die ganzen Sozial- und Arbeitsmarktreformen, und hierbei ist vor allen Dingen zu nennen der Abbau des staatlichen Rentensystems und die sukzessive Ablösung durch private Altersvorsorge, das ist einer der größten Erfolge der INSM mithilfe der Agentur Scholz & Friends. Scholz & Friends ist eine der größten Agenturen Europas dieser Art und im Übrigen auch Initiator und Erfinder der Initiative Neuen Sozialen Marktwirtschaft. Die Sätze "Sozial ist, was Arbeit schafft" oder auch der Begriff Alterspyramide ist nicht etwa Herrn Stoiber oder so eingefallen, sondern das war eine Erfindung von INSM zusammen mit Scholz & Friends. Das hier ist besonders interessant, das war die Kampagne, um die Privatisierung der Deutschen Bahn herbeizuzwingen. Aber da ist was ganz Interessantes passiert, dank Lobby Control und dank des exzellenten Journalisten Boris Karthäuser aus Köln. Die Kampagne konnte, während sie lief, enttarnt und gestoppt werden. Und was Sie jetzt hier sehen, das ist ja kleingeschrieben, da stehen alle möglichen Namen, das ist für Sie nicht wirklich relevant. Relevant ist dieser Hierarchiebaum und was in diesem Hierarchiebaum blau eingekreist ist. Was blau eingekreist ist das, was nach außen hin sichtbar wird. Für den Fernsehzuschauer, für den Zeitungsleser etc. Das war hier in dem Fall der Think Tank Berlin-Polis. Hier kann aber genauso gut auch stehen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und Lobby Control hat aber aufgezeigt oder konnte nachweisen, dank exzellenter Recherche, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern
dass es hier oben eben noch weitergeht. Da sind dann nochmal zusätzliche Agenturen oder Thinktanks und ganz oben ist der eigentliche Hauptauftraggeber. Das war in dem Fall die Deutsche Bahn bzw. Hartmut Medorn mit einem Auftragsvolumen für diese Kampagne von 1,3 Millionen Euro. Normalerweise wird aber nie sichtbar, wer ganz oben in diesem Hierarchiebaum an der Spitze steht, weil das ist die wichtigste Aufgabe einer Kommunikationsagentur, das im Nebel zu lassen. Das darf nie erkenntlich sein. Hier kann man allenfalls vermuten, cui bono, der lateinische Satz, wem nutzt es, zu wessen Vorteil, kann eine Richtung geben, ist aber kein Beweis. Also auch bei der EEG-Kampagne, die ja nachweislich stattgefunden hat von dieser einen Agentur, wissen wir nicht, wer war der Hauptauftraggeber, beziehungsweise geht es oberhalb des blauen Bereichs noch weiter, wie auch immer. Das kann man nicht beweisen. Beweisen kann man das ausschließlich nur dann, wenn, wie in diesem Fall, über einen Whistleblower die Originalunterlagen der Kommunikationsagentur an die Zeitung oder an andere Organisationen weitergeleitet wurde. Und das ist in dem Fall passiert. Da wurde die Kampagne, die von Mai 2008 bis September 2009 durchgeführt wurde, von der Agentur Dekling Arndt & Advisors aus Düsseldorf. Diese Unterlagen sind eben der TAZ zugeleitet worden. Sie können diese Unterlagen alle herunterladen, abspeichern, Sicherungskopie, nur mal so als Hinweis, nicht nur lesen. Ja, und hier kann man nachlesen, dass das Ziel war, das Kampagnenziel, bis zur Bundestagswahl 2009 Grundstimmung pro Laufzeitverlängerung herstellen. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie es sein konnte, dass trotz beschlossener Atomausstiegsverträge auf einmal wie auf Knopfdruck jeden Tag in der Zeitung zu lesen war, ohne Kernenergie explodieren die Strompreise oder ohne Kernenergie kein Klimaschutz, hier haben Sie die Antwort. Ja, was heißt das jetzt für uns? Heißt das, wir verzweifeln alle, geben uns die Kugel und sagen, ja, hat eh alles keinen Sinn? Hey. heißt das, nur noch das Geld bestimmt, was zur öffentlichen Debatte wird und nur noch das Geld bestimmt, was in die Schlagzeilen kommt und am Ende letztendlich in den Bundestag? Nein, heißt es nicht. Denn es gehören immer zwei dazu. Die, die täuschen und die, die sich täuschen lassen. Und die teuerste und ausgefuchsteste Kommunikationskampagne nutzt nichts, wenn es immer weniger Menschen gibt, die darauf reinfallen. Und das ist das, was ich heute sagen will und wo ich an Sie alle appelliere. Wenn Sie irgendwelche Schlagzeilen lesen, geben Sie sich nicht damit zufrieden. Machen Sie sich die Mühe, informieren Sie sich, schauen Sie nach Originalquellen. Insbesondere dann, wenn Schlagzeilen wie eine einzige Einheit quer durch alle Zeitungen geistern. Dann lohnt es sich genauer hinzugucken. Achten Sie auf Widersprüche. Ja, also wirklich voller Einsatz. Und die Informationen, die Sie heute gehört haben, die sind nicht nur für Sie hier gedacht, sondern die können auch gerne weitergetragen werden. Das nächste Familienfest oder der nächste Kegelclubabend bietet sich bestimmt an. Herzlichen Erfolg dabei, gutes Gelingen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Klasse. Jo. Tina, dein Applaus. Die Stromrebellin des Jahres 2016. Klasse. Ich hab noch einen Nachtrag. Einen haben wir noch. Ich habe noch einen Nachtrag. Ich will jetzt hier nicht irgendwie alle Journalisten irgendwie in die Pfanne hauen oder so, sondern mir ist auch ein ganz wichtiges Anliegen, unterstützen Sie die Journalisten, und die gibt es ja wirklich noch, die ja saubere journalistische Arbeit machen und wirklich recherchieren und nur Sachen schreiben, die sie auch wirklich belegen können. Diese Journalisten gibt es immer noch, zum Glück.
Die haben aber einen verdammt schweren Stand. Stärken Sie denen den Rücken, schreiben Sie Leserbriefe, begeisterte Leserbriefe und umgekehrt schreiben Sie genauso Leserbriefe und ziehen die rote Karte, wenn Ihnen wieder irgendeine INSM-Studie oder irgendeine INSM-Grafik als Wurst vor die Nase gehalten wird. Dankeschön.